So, jetzt ist mein ganzes Zeug verpackt und jetzt geht's heute von Slowenien nach Kroatien und gleichzeitig ans Meer. Schau mal, ganz toller kleiner Mini-Campingplatz. Hier liegt mein ganzes Zeug, das muss jetzt noch verstaut werden und dann geht's los. So, jetzt geht's diese Straße hier. Einfach hier hinter weiter. Richtung Meer. Ja, 30 Kilometer, ich glaube, dann rieche ich das Meer. Ich muss ein bisschen Gas geben, weil da hinten kommen ein paar Wolken. Die gehen aber nicht bis zum Meer, sollen aber hier in der Region heftigen Regen bringen. Und mal schauen, so in 2 Stunden soll das losgehen. Hoffentlich bin ich da dann schon weg. Ja, das ist das Formular, welches ich gestern angefordert habe. Sieht gar nicht mal so offiziell aus, wie ich mir das gedacht habe. Und mit diesem Formular geht es jetzt über die Grenze. Ich habe mir extra bis 1.10. Zeit genommen. Man weiß ja nie, vielleicht bleibe ich in Kroatien hängen und komme nicht mehr raus oder weiter. Deswegen dachte ich mir, tue ich da lieber ein bisschen mehr noch. Naja, ich bin circa 4 Kilometer vor der kroatischen Grenze. Ich merke es auch, jedes dritte Auto ist ein deutsches Auto, also da geht's, fahren jetzt viele runter Richtung Rijeka und, oder Rijeka, schreibt doch mal in die Kommentare, welche Aussprache richtig ist. So, ich bin in Kroatien und ja, irgendwie toll. Also ich bin jedes Mal, wenn ich über ein Land, über eine Ländergrenze fahre, bin ich schon ein bisschen überwältigt, weil es ist nicht einfach nur mit dem Auto oder man steigt schnell aus dem Flieger, sondern man wird sich dessen bewusst, dass man irgendwie halbwegs mit eigener Kraft und in mehreren Tagen den ganzen Wandel mitbekommen hat, der Natur, der Tierwelt, Flora, Fauna, und plötzlich ist man in Kroatien. Ja, da werde ich, denke ich, die nächsten 1,5 Wochen sicherlich bleiben, bis ich ganz unten bin. Ich hoffe, ich komme dann auch weiter. Einreise hat soweit alles geklappt, soweit alles in Ordnung. Genau, ich muss jetzt nur noch wegen dem Wetter schauen. Das sieht heute so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Also am Meer unten soll es schön sein, aber da muss ich schauen, dass ich da natürlich rechtzeitig hinkomme. Zum Meer sind das ja vielleicht noch, sagen wir es, 30, 40 Kilometer, vielleicht auch 50. Sollte aber gut machbar sein. Ich bin ja ein bisschen in der Höhe, das heißt, es sollte eigentlich auch noch gut bergab gehen. Und genau, ich melde mich dann später nochmal. So, von München ans Meer, an die Adria. ja, man fühlt sich ganz gut und glücklich, wenn man so das Meer zum ersten Mal sieht. Wahnsinn! Dachte ich nicht, dass das so locker flockig von sich geht. Ich bin fasziniert. Oh ja, das wird schön, das wird schön. Jetzt geht's ans Meer, ich fahre jetzt nach Rijeka, hol mir was zum Mittagessen und dann geht's ja noch ein Stückchen weiter. Ich schaue, dass ich einen guten Campingplatz finde. Dann hüpfe ich mal ins Meer und schwimme eine Runde.